das, was wir hier haben, das ist das eigentliche wahre Friedenssymbol, das seit Jahrtausenden und seit Jahrmillionen existiert, hergestellt, schon zu Nokodemions Zeiten vor vielen Millionen von Jahren. Und dies hier, das ist der Lebensbaum. Und der hat seine Äste nach oben. Aber heutzutage wird das Runenzeichen des Todes als Friedenszeichen deklariert. Das heißt, die Menschen, die brauchen das Zeichen in umgekehrter Form, also in dieser Weise. Und das bedeutet nicht mehr Frieden, das bedeutet Tod und Verderben und Zerstörung. Und in dieser Weise wird von den Friedensaposteln rund um die Welt wird das auch ins Gesicht gemalt und so wird so rumgelaufen und so weiter und so fort. Und dieses Zeichen an und für sich als Todeszeichen hat genau die gegenteilige Wirkung von dem, was es eigentlich haben müsste, also Frieden zu bezwecken, Frieden herbeizuführen und Frieden zu halten. Und diese beiden Broschüren, die eine ist in deutscher Sprache, die andere in Englisch, die kann man bei uns gratis beziehen. Da ist ein Inhalt von 18 Seiten und da ist genau beschrieben, was das Friedenssymbol ist, was das und was das Todessymbol ist, die Todesrune ist. Da. Woher kommt die Todesrune? Die kommt von den alten Kelten. Die haben das bereits gebraucht als Zeichen des Todes, als Zeichen der Zerstörung. Aber ist nicht Tod eigentlich ein Neuanfang? Warum ist das so schlecht, wenn man sich den Tod auf den Kopf malt? Wenn es darum geht, zu leben, dann bedeutet das, dass alles nach aufwärts gehen muss. Es muss alles gedeihen, es muss alles wachsen. Es muss nicht Tod bedeuten, das heißt, es soll nicht nach abwärts gehen, nicht ins Negative gehen, nicht ins Zerstörerische und ins Verderbende gehen, sondern in das, was Frieden und Wachstum bringt. Wenn irgendwelche Personen diese Friedensbroschüre bei uns bestellen, hier hinten auf der Rückseite ist unsere Adresse drauf. Und da sollte genannt werden, in welcher Sprache das Broschürchen gewünscht wird. Und es sollte auch nach Möglichkeit das Porto beigelegt werden. Denn, wie gesagt, wir arbeiten derweise, dass wir alles aus der eigenen Tasche bezahlen. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wenn irgendwelche Dinge verschickt werden, dass das Porto dafür bezahlt wird. Wie lange wird es dauern, bis wir es schaffen, hier auf der Erde in Frieden zu leben? Und werden wir es überhaupt schaffen? Damit der Mensch in Frieden leben kann auf der Erde, respektiv lernt, in Frieden zu schaffen, wird es frühestens in 800 Jahren so weit sein, dass der Mensch global damit sich zu beschäftigen beginnt und zu denken beginnt, um diese Dinge in die richtigen Bahnen zu leiten, um Frieden zu schaffen. Das bedeutet aber, dass der Mensch in sich selbst erst einmal Liebe, Freiheit, Frieden und Harmonie erschaffen muss. Und erst dann ist es möglich, wenn im Einzelnen das erarbeitet wurde, dass dann auch die Mitmenschen davon profitieren können, dass es vom einen zum anderen getragen wird und getragen werden kann, damit es im Nächsten irgendwelche Impulse auslöst. Und der Nächste dann, die gesamte Menschheit der Erde, endlich zu lernen beginnt,
richtig zu denken und richtige Gefühle aus ihren Gedanken zu schaffen und daraus auch die Psyche in Ordnung zu bringen und das Bewusstsein, also den gesamten Mentalblock. Und daraus ergibt sich dann erst, dass die Möglichkeit entstehen kann, Frieden wirklich zu schaffen und diesen Frieden eines Tages auch zu leben. Also wir werden es auf jeden Fall schaffen hier auf der Erde, ja? Ja. Wir schaffen es. Aber es wird sehr lange dauern. Frühestens in 800 Jahren werden die Menschen so weit sein, dass sie wirklich zu denken beginnen. Und dazu legen wir den Grundstein, damit das durch die ganze Welt immer mehr verbreitet wird, von hier aus, von unserem Center aus, damit die Menschen lernen zu denken und lernen, ihre Gefühle zu kontrollieren, ihren Hass abbauen, ihre Rachsucht und Vergeltungssucht abbauen, ihre Eifersucht wegtun und alles das, was übel ist, und den Menschen ständig in Streit, in Hader, in Gram und Sorgen und Kummer und in Kriege führt.